Also, der schlechteste Präsident von Amerika seit jeher ist der Donald Trump. Barack Obama ist ein guter Präsident gewesen, weil er nicht so eine grosse, freche Schnur hatte und hat nicht die fähigen Leute einfach fristlos gekündigt. Und der Donald Trump, der kämpft immer mit den Fake News, aber in Wirklichkeit ist er ein Fake-Präsident, ein falscher Präsident, ein Lügner-Präsident. Und man muss Donald Trump so schnell wie möglich abwählen, weil das ja nur der Richard Nixon besser gewesen als der Donald Trump. Und der Donald Trump, der tut einfach nur die Leute anlügen. Alles, was er sagt, ist gelogen. Es sind nicht Fake News, es sind nicht die Lügenpresse, die lügt, sondern der Präsident, der die Leute anlügt. Und darum muss man den Donald Trump so schnell wie möglich wieder abwählen. Und dann holen wir doch einfach wieder den Barack Obama, weil das ist ein guter Präsident gewesen, der hat nicht gelogen. Und dann führen wir noch Obamacare einführen, dass jeder Amerikaner eine Krankenkasse hat. Und die Mauer, wo der Donald Trump bauen zwischen Amerika und Mexiko, bringt jetzt absolut nichts. Weil man kann ja ein Loch graben unter der Mauer durch. Oder man kann mit einer Drohne einfach über die Mauer einfliegen, auch wenn sie 12 Meter hoch ist. Also so eine Mauer zu bauen, das ist absolut kein Hindernis für Flüchtlinge, Drogendealer und Vergewaltiger, wie die Mexikaner sagen sie, wie der Donald Trump sagt. Also der einzige schlechte Präsident, den es in Amerika gab, heisst einfach nur Donald Trump. Aber es gibt noch andere schlechte Präsidenten, zum Beispiel der Silvio Berlusconi, der Recep Erdogan und der Wladimir Putin. Das sind halt auch so ein bisschen Faschos-Rechtsgerichtete. Und wir wollen unbedingt Demokraten haben als Präsidenten. Auch weltweit. Also die Türkei braucht einen demokratischen Präsidenten. Der Recep Erdogan muss abgewählt werden. Der Silvio Berlusconi ist jetzt zum Glück inzwischen nicht mehr Präsident. Aber er war auch schon kein Demokrat gewesen. Und der Wladimir Putin ist einfach eine korrupte Sau. Und die einzige, was wirklich gut war, ist Angela Merkel, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Aber die wird jetzt leider zurücktreten.